Applaus live erlauben können. Ich freue mich über super Gäste heute Abend und über den Top-Produzent hier ist Tony Mono. Yeah! Now is an Applaus für Sabine Heinrich. Christian Heller, die Ratsphäre ist überbewertet. Ja. So. Du wolltest Weißweinschorle, du wolltest auch Weißweinschorle, du wolltest Bier. Bier. Woher weißt du das? Anni, du wolltest, du wolltest hier das Szenegetränk. Hier. Ja, genau, das mit Mate-Tee drin, glaube ich. So. Warum ist meine Schublade so voll, Lena? Du, ich habe heute einfach mal vergessen aufzuräumen. Sorry. Weil dein Lippenstift da drin ist. Das ist richtig. Schön. Danke. Dankeschön. Schön, heute gekauft, kann man doch wohl mal. Lena, wir müssen anstoßen. Ja, ganz natürlich. Dringend. Auf deine Nominierung. Auf ja, sehr gerne. Auch euch. Prost. Tut mir leid, es war etwas unhöflich. Prost, Christian. Prost. Und dann jetzt hier, Prost, deine Nominierung. Wie wir Prost mal von Weitem. Für die 1Live-Krone 2011. Richtig, in die Augen. Den ich noch nie gehört habe. Nee. Bitteschön. Wir haben uns lange nicht gesehen. Was machst du den ganzen Tag im Moment? Was ist so? Ich habe viel frei tatsächlich. Ich schreibe jetzt total viel. Ich kann mir darunter gar nichts vorstellen. Wenn ihr auch zu mir ins Studio kommt und sagt, wir schreiben gerade Songs, dann stelle ich mir vor, morgens 8 Uhr, Schreibtisch. Erklär's mir, wie geht's? Also ich glaube, jeder macht es anders. Ich mach's so, dass ich mir eine Melodie habe. Und wenn mir irgendwas gefällt, dann singe ich und dann denke ich, okay, ist cool oder nicht cool. Und wenn ich es cool finde, dann versuche ich Worte zu finden, die diese Silben füttern. Oder in Indien gleich so veröffentlichen. Ja. Geht auch. Hatte bestimmt eine tolle Bedeutung, was du gerade sagst. Teilweise auch das. Immer vorsichtig. Was für Geschichten willst du erzählen? Bist du schon mal den Texten? Ja, also im Moment, ich finde das ganz, also ich habe jetzt nicht, bin jetzt nicht in so einer Phase, wo ich jetzt irgendwie alles aufarbeiten muss, ne, und wo ich jetzt das aufarbeite, was mir jetzt in dieser schweren Zeit passiert ist, sondern eher so, was ich jetzt so denke irgendwie und was ich fühle und was ich sehe, manchmal auch lustige Sachen. Und du machst es jetzt aber nicht nur irgendwie zu Hause, du bist irgendwie in England jetzt gewesen und in Schweden und so? Ja. Und ich habe mir auch ein bisschen Hilfe geholt von Leuten, die das auch professionell machen. Okay. Und dann setzt man sich zusammen und dann sagen die hier, ich habe irgendwie eine Idee und spielen dann was auf der Gitarre oder wahlweise auch auf dem Klavier. Und dann fällt einem manchmal total schnell eine Melodie ein und auch ein Thema und alles und manchmal klappt es nicht. Gut. Gut. Was ist mit Schauspielangeboten? Du wolltest doch so gerne Schauspielern. Ja. Wird das was? Vielleicht. Ich glaube schon, dass du Angebote hast, aber wahrscheinlich kommst du auch so. Ja, aber kann ich ja jetzt auch nicht sagen. Ach so, okay. Vielleicht. Am Projekt am Laufen kann ich aber noch nicht drüber reden. So. An sich bist du halt wie in deiner kleinen Welt. So, und dann kommst du halt nach Hause und hattest irgendwie auf Tour jeden Morgen dein Frühstück dastehen und dein Mittagessen und dein Abendbrot. Und dann kommst du nach Hause und denkst so, okay, jetzt ist es erstmal nicht wichtig, dass du irgendwie, dass dir jeden Abend jemand auf die Schulter klopft und sagt, wie toll du bist. Ne? Sondern jetzt ist erstmal wichtig, dass du dich bei deinen Freunden wieder meldest, dass du dich zu Hause meldest, dass du dich um alle Sachen kümmerst, die eben zu Hause wichtig sind. Und da muss man einfach ein bisschen wieder umschalten. Wie hast du das angepackt? Ja, also es ist ja auch nicht so einfach. Ne? Man kann ja auch nicht tack, den Schalter einfach umlegen. Da bin ich wieder. Alles wie so, gehabt. Alles wie vorher. Bio, Mathe. Das Leben ist ja schon nicht so, wie es normalerweise ist. Ne? Aber ist auch nicht verkehrt. Ich freue mich, auch nicht verkehrt. Mir geht super im Moment, wirklich. Wann kommt das Album denn raus? Nächstes Jahr, Sommer, Herbst.
cool. Einfach, wie du Bock hast. Ja. Spitze. So, sind wir bereit? Ja, selbstverständlich. Lena? Sind wir bereit? 1, 2, 3, 4. Schämst du dich? Hey, das rockt! Ich bin still und du darfst sie nicht ablenken lassen. Okay. Ich, nee, wie reagierst du denn auf der Bühne, wenn nein, ich mich nur konzentriert. So ich habe mich nur konzentriert. Ich bin schon so in das Lied reingegangen. Ich habe ja Augen. So, jetzt nochmal. Confidence! Jetzt. Stell dir mal vor, stellt euch mal vor, irgendwann ist es so, irgendwann sind die Synapsen so verknüpft, dass man mit seinen Augen so Fotos machen kann und dann kann man die sofort hochladen, ohne alles. Lena. Aus den Ohren ausdrucken gleich. Ausdrucken ist nicht mehr zeitgemäß. Stimmt. Das ist Bluetooth zwischen den Hirnen. Das wäre dann schon wieder zu menschlich. Das ist nicht. Du hast recht. Wow. Lena, Jugend forscht. Der nächste Contest steht an. Ich wünsche dir viel Erfolg. Leider ist die Sendung vorbei und es kam mir viel zu kurz vor. Yes, I swear, it's the truth. We have to say goodbye to you, ja. Leider ist die Sendung vorbei, aber noch schaut ihr uns zu. Ich dachte nicht, dass das so schnell kommt, dass der ganze 1Live-Talk gelaufen ist. Saw the timing on my watch und ich dachte, was für ein Quatsch, niemals, nie. Now with teardrops in our eyes, we have to say, dass es vorbei ist for this week. So we're waving with our hands, so you all can understand, we have to leave. Well, just remember, this show is the one thing that we all can't get enough of. So we tell you something. Nehmen Sie doch auf zum nochmal schauen. Sabine! Ich jetzt. Oh, yeah. Herzlichen Dank, Tom Lüdeburger. Schön, dass du da warst. Alles Gute für dich. Steffi, grüß die Jungs. Und danke an Christian Heller, an Lena, an Toni Mono, ans Publikum, einfach an alle. Yeah.
that's true. Though we have to say goodbye.